Wissen Sie, auf diesem Festival, da kommen Leute zusammen, die sonst niemals im Leben zusammenkommen werden. Das heißt Gemeinschaft, Liebe, Freiheit, alles wird hier geteilt. Das Bier ist immer gut. Hurricane! Die Menschen, die Leute, alles zusammen, die Atmosphäre, einfach die Musik. Wir sind der Ring! Wir sind der Ring! Wir sind der Ring! Alles wird jedem, ist einfach schön hier. Headliner, der Festival-Podcast. Hallo zur 10. und Jubiläumsfolge von Headliner, der Festival-Podcast. Wie angekündigt, machen wir heute den zweiten Teil unseres Festival-Tippspiels. Für die, die es nicht gehört haben, in der letzten Folge haben wir versucht, das Line-Up für Rock am Ring und Rock im Park 2018 zu tippen. Und wir machen dieses Tippspiel jetzt zum dritten Mal. Und jetzt aber eben zum ersten Mal in unserem Podcast und wir dachten, wir teilen das Ganze mal mit euch und wollen uns dann in der heutigen Folge dem Hurricane und Southside Feelings Festival widmen. Genau, und für die Leute, die vielleicht die erste Folge nicht gehört haben, weil ihr euch mehr fürs Hurricane und Southside interessiert als für den Ring und Park, wollen wir euch nochmal ganz kurz erklären, wie denn unsere ausgedachten Regeln sind für dieses Tippspiel. Und zwar ist es so, dass wir jeder von uns hat 30 Tipps, also 30 Bands oder Künstler, die er tippen kann, von denen er denkt, dass sie zum Hurricane und Southside kommen. Und genau, dann ist es so, dass wir für jeden richtigen Tipp einen Punkt bekommen. Für jeden richtigen Tipp, den wir als einziger getippt haben, also einen exklusiven Tipp, 2 Punkte. Für jeden richtigen Headliner 3 Punkte. Dazu muss man sagen, jeder von uns darf nur 3 Headliner tippen. Also wir dürfen jetzt nicht irgendwie 6 Bands tippen, die Headliner-Größe hätten. Genau, für einen richtigen Headliner bekommt man 3 Punkte, wie gesagt. Für einen Headliner, den man als einziger getippt hat, 4 Punkte. Und wenn man alle 3 Headliner richtig getippt hat, dann gibt es nochmal 3 extra Punkte. Dazu haben wir dann noch 2 extra Regeln. Das ist zum einen der Joker, das heißt eine Band oder ein Künstler, den wir uns sowohl am Hurricane als auch am Ring vorstellen könnten. Und das ist dann quasi unser Joker, den wir für beide Festivals setzen können. Und wir kriegen dann die Punkte, wenn er auf einem von diesen Festivals ist. Sonst müssen wir uns entscheiden, auf welches Festival wir den Künstler setzen. Und dann haben wir noch den gesetzten Tipp, haben wir es genannt. Das heißt, ein Künstler oder eine Band, von der wir mit großer Sicherheit ausgehen, dass sie zu diesem Festival kommt. Und wenn wir diese Band richtig getippt haben, gibt es dann die doppelte Anzahl der Punkte, die sie eigentlich bringen würde. Genau, das ganz kurz zusammengefasst. Wen es jetzt überhaupt nicht interessiert oder wo es so kompliziert war, das ist total egal. Ja, das eigentliche Ziel ist, dass wir versuchen, einen kleinen Ausblick auf das kommende Festival zu geben. Und ja, wir haben dabei versucht, möglichst fundiert unsere Tipps zu machen. Wie gesagt, jeder hat mit 30 Künstlern gearbeitet und wir haben versucht, beide das Ganze aufgrund der Booking-Agentur, bei denen der Künstler unter Vertrag steht, aktueller Albenproduktion, also ist gerade was draußen, kam gerade ein Album oder warten wir eins, und auch dem Festival Routine der vergangenen Jahre abzustimmen und zu gucken, wer vielleicht letztes Jahr am Ring war, ist dieses Jahr vielleicht im Hurricane und wo das letzte Album jetzt schon 2 Jahre her ist, da kommt vielleicht ein neues und so weiter. Oder wer gerade ein neues Album rausgebracht hat, geht definitiv oder sehr sicher in Deutschland auch auf Festivaltour. Und ja, so haben wir beide versucht, die Tipps auch möglichst fundiert zu halten und ja, wollen euch jetzt versuchen, da 30 Namen zu sagen, die wir jeweils glauben, dass die auf dem Festival spielen können. Der Gewinner zwischen uns beiden, wir hatten es ja, wie gesagt, zum dritten Mal. Beim ersten Mal habe ich gewonnen, beim zweiten Mal Jana. Und der Gewinner des Spiels hat bei einem der Festivals, auf dem wir nächstes Jahr sind, das komplette Wochenende quasi kostenlosen Bierverzehr, weil der andere ihn, da sponsern muss. Genau. Genau. Also es geht um was. Ja, es ist ein wichtiger Preis. Genau, wenn ihr vielleicht irgendwie das alles nochmal ausführlicher hören wollt, schaut in der letzten Folge rein. Da haben wir das, glaube ich, nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Ansonsten schreiben wir euch die Regeln auch nochmal in die Infobox. Irgendwie, falls ihr Bock habt, das nachzumachen mit euren Leuten oder so, steht da nochmal alles drin. Der Link zum Rock am Ring und Rock am Park-Tipp-Spiel wird dann natürlich auch sein, falls euch das interessiert. Und ja, wir haben ja jetzt gerade gesagt, dass wir auch mit einer Joker-Band spielen. Das heißt, eine Band, die wir zum einen und zum anderen Festival beiden tippen wollen. Mhm. Das ist bei jedem von uns jeweils eine Band gewesen. Und da man das ja auch schon weiß, falls jemand beide Folgen hören sollte, cooler Typ. Und deswegen wollen wir jetzt einfach schon mal nochmal vorwegnehmen. Und deswegen fangen wir jetzt mit der Band auch direkt an und sagen es nochmal. Also bei mir war das die Band Trailer Park.
aus dem einfachen Grund, dass sie jetzt aktuell ein neues Album rausbringen und immer viele auf eigentlich allen großen deutschen Festivals spielen. Und ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, so weil ich nicht sie stecke und dass sie beides auch schon gemacht haben. Und deswegen habe ich sie als Joker genommen. Genau, ich mache auch weiter direkt mit einem deutschen Künstler, den ich als Joker genommen habe, nämlich Crow. Einfach aus dem Grund, weil er ein neues Album am Start hat zur nächsten Festivalsaison und ich ihn eigentlich auf beiden Festivals mir vorstellen könnte und ich glaube auch, dass beide Festivals Interesse an ihm haben und ich eigentlich sicher davon ausgehe, dass er mindestens eins von diesen beiden Sachen spielen wird und weil ich mich auch nicht entscheiden konnte, dachte ich, nehme ich ihn als Joker. Ich bin mir relativ sicher, dass ich mit einer Sache davon recht haben werde. Genau, das an Wiederholung zu dem, was wir letztes Mal erzählt haben. Und dann würde ich sagen, steigen wir auch hier wieder direkt mit dem Headliner-Tipp ein. Mein erster Headliner-Tipp ist auch zeitgleich der größte, den ich habe, nämlich The XX. Mhm. Der größte? Mhm. Tatsache. Ja, ja. Wie du siehst, ich habe mich optimistisch gestimmt. Da stapelt jemand natürlich diese. Aber ich muss dazu sagen, nochmal ein kleiner Disclaimer. die drei Bands, die ich als Headliner tippen werde, von denen gehe ich nicht aus, dass die in dieser Kombination kommen werden. Trotzdem glaube ich aber, dass die einzeln jeweils möglich sind. Habe mich dann dafür entschieden, die quasi einzeln zu tippen und nicht als Kombination, weil ich wenigstens ein paar Punkte haben wollte. Mhm. Also, ja klar, da muss man insgesamt natürlich sagen, von den 30 Bands ist uns bewusst, dass sie nicht alle kommen werden. Genau. Weil dann wäre das Line-Up relativ traumhaft, so von der Größe. Genau. Ja, das nochmal dazu gesagt. Ja. Man tippt natürlich eher die hohen Bands, wenn man auf die auch einfach kommt. Genau. Also wie gesagt, The XX. Weil das eine Band ist, die das Hurricanes House halt so ein bisschen mehr in die Indie-Richtung wieder bringen würde. Mhm. Wo ich auch glaube, dass die Veranstalter noch ihr Herz haben irgendwie. Das ist eine Band, von denen nicht so viele Songs jetzt im kompletten Mainstream bekannt sind, aber schon 1, 2, 3. Und eine Band, die im Ausland auf jeden Fall teurer ist als in Deutschland. Aber ich glaube schon, dass die halt gut leistbar wäre für ein deutsches Festival, weil ich jetzt auch gesehen habe, dass sie zum Beispiel auch osteuropäische Festivals als Headliner spielen, wo, würde ich jetzt einfach mal sagen, tendenziell noch weniger bezahlt wird. Deswegen glaube ich, ist das auch was in Deutschland gut bezahlt werden kann, aber trotzdem auch zieht und vielleicht wieder dieses alte, in Anführungszeichen alte Publikum vom Hurricane mehr anlockt und was sehr Exklusives wäre für Deutschland. Habe ich mich dagegen entschieden, habe ich auch drüber nachgedacht, aus dem Grund, dass ich mir dachte, dass sie vielleicht zu teuer sind für das, was sie ziehen. Aber keine Ahnung. Also ich habe 2012 haben sie auch beim Hurricane gespielt, da war ich auch da. Und da war es auf jeden Fall super voll. Also wäre auf jeden Fall auch eine coole Buchung, aber irgendwie glaube ich, dass sie es nicht machen. Ja, irgendwie glaube ich, dass sie gar nicht so teuer sind, wie man denkt. Weil ich habe mal nachgeguckt, welche Festivals sie spielen und die können nicht viel bezahlen. Die Festivals. Und ich weiß nicht, ob die ihre Preise anpassen, je nachdem, in welchem Land die spielen. Also ob die sagen, in Osteuropa nehmen wir jetzt einfach weniger, aber wir wollen da gerne spielen, weil wir da jetzt noch nicht so viele Konzerte hatten oder so. Aber ich glaube, es sind günstiger, als man denken würde. Ja, finde ich auf jeden Fall einen spannenden Tipp. Dann haue ich auch mal meinen Größen direkt raus. Und zwar sind es bei mir die Kings of Leon. ich habe es in der letzten Folge ja schon mal angedeutet, als Jana sie bei Rock am Ring als Headliner getippt hat. Ich habe auch sehr geschwankt, weil sie ja sehr viel Rock am Ring spielen. Und ich weiß gar nicht, ob sie jemals mehr Hurricane waren. Nicht, dass ich wüsste. Ich auch nicht, aber sind tatsächlich eine Band, die bei FKP als Booker unter Vertrag steht. Deswegen, seitdem letztes Jahr das Hurricane mit Green Day und Linkin Park mal richtig tief in die MLK-typische Bandkiste gegriffen hat, traue ich ihnen das auch wieder zu und habe einfach mal optimistisch da die Kings of Leon hingetippt. Mhm. Die ja auch noch mit dem Album Zirkel von Walls unterwegs sein werden nächstes Jahr. Ja. Gut. Dann machen wir erstmal mit den normalen, in Anführungszeichen, Bands weiter, bevor wir dann später noch auf die anderen Headliner zu sprechen kommen. Die streuen wir einfach zwischendurch mal ein. Genau. Dann habe ich als nächstes Rival Sons. Mhm, hätte ich fast genommen. Ich glaube, die touren auch unter FKP, meine ich zu wissen, und haben auch was Neues am Start. Und deswegen glaube ich, wäre das eine gute Buchung auch fürs Hurricane-Publikum. Mhm. Und ja. Also irgendwie weiß ich auch nicht, das habe ich gesehen, dass das alles so ist, wie ich es gerade gesagt habe und dachte mir, ach, die tippe ich auf jeden Fall. Das auch nicht, da war ich direkt Feuer und Flamme für diesen Tipp. Ich habe als nächstes die Band Ketka getippt, die jetzt ja ein neues Album rausbringen im Oktober, das erste seit Jahren und für mich eine typische Band fürs Hurricane einfach wären, weil sie auch aus dem Norden kommen, der Hamburger Schule ja quasi angehören, der Musikrichtung und
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Hurricane sich die direkt holt, wenn sie jetzt wieder auf Tour sind. Spielen auch Anfang des Jahres sehr viele Konzerte in Deutschland. Deswegen bin ich mal gespannt, ob man sie früher ankündigen kann oder ob sie noch eine Gebietssperre sich selbst, also eine Sperre haben werden. Bin mir aber sehr sicher, dass die Festivals spielen und dann hätte ich sie auch sehr deutlich im Hurricane eher gesehen, das wir bringen. Mhm. Ja, wäre auf jeden Fall eine interessante Buchung und ich glaube, das würden sich auch viele Leute darüber freuen. Mhm. Genau, bei mir geht es dann weiter mit einer deutschen Band und ich möchte noch kurz was zu meiner allgemeinen Strategie sagen, denn mir ist beim Tippen krass aufgefallen, dass ich beim Hurricane mich extrem am Pool bedient habe der anderen FKP-Festivals aus diesem Jahr. Mhm. Und aus dem Pool der Bands, die beim Kosmonaut-Festival waren. War gar nicht so beabsichtigt, irgendwie ist es so gekommen. Und es ist mir aufgefallen, deswegen wollte ich es noch schnell sagen, bevor es irgendjemand anderes anmerkt oder so. Ist mir bewusst. Genau. Die nächste Band, die ich dann getippt habe, ist von Wegen Lisbeth. Ah, die habe ich auch drin. Genau, also es ist eine Band, die wir dieses Jahr beim Kosmonaut-Festival gesehen haben. Und ich finde, das ist so voll die Hurricane-Band. Total. Irgendwie auch. So nachmittags irgendwie, so schön bei Sonnenschein, gute Laune und eine Band, die deutsch singt und witzige Texte hat und ich weiß auch nicht, ich finde, das passt perfekt zum Hurricane. Ja, also wenn stimmt. die nicht kommen, dann würde ich mich extrem wundern, muss ich sagen. Ja, das junge Indie-Publikum und ich habe sie, glaube ich, letztes Jahr schon fürs Hurricane getippt, da hat es nicht gestimmt. Sie sind auf jeden Fall nur gewachsen im letzten Jahr. Ja. Und ich sehe sie auch relativ safe, deswegen habe ich sie auch getippt, ja. Dann, ich muss auch, meine Strategie dieses Jahr im Hurricane ist, sehr deutsch zu tippen. Weil meine Erfahrung jetzt der letzten Jahre war doch, dass das auf jeden Fall eine klare Buchungsstrategie von der FKP ist. Und ich hoffe, sie ändern sich jetzt nicht nächstes Jahr. Ja, deswegen haue ich direkt mal eine große deutsche Band raus, die ich da sehe. Und zwar sind es die Beatsteaks, die dieses Jahr ja am 1.9. das neue Album rausbringen. Jetzt gerade bei Rock am Ring waren und das nicht nochmal machen werden. Glaube ich, sehr selten im Hurricane waren im Vergleich zu Rock am Ring. Und die man sich aber, glaube ich, dann mal holen wird. Und die auch für die Band in dem Ausmaß, wie sie ziehen, auch jetzt nicht so einen unfassbar hohen Preis haben werden. Und ja, deswegen bin ich mir, also, habe ich ein gutes Gefühl. Kann man natürlich diskutieren, ob die auch Headliner werden. Ich finde nicht. Glaube ich auch nicht, dass es passiert, deswegen habe ich es noch nicht getippt. Aber sehe ich in der Co-Headzeile eigentlich unter einer der Bands, die ich noch nennen werde. Ich dachte so, haust du es jetzt raus? Ja, Beatsteaks hatte ich natürlich auch im Kopf. Habe ich tatsächlich nicht getippt, trotz Album, was kommt. Aus dem Grund, dass ich glaube, dass sie schon unter FKP Festivals touren werden. Aber ich glaube, FKP sucht sich die raus, um die Festivals zu headlinen, die unterm Hurricanes Haushalt stehen. Also Highfield. Das könnte ich auch passieren. Also ich es gibt, finde ich, meistens in einem Jahr eine Band bei FKP, die spielt nicht Hurricanes Haushalt, headlined aber mindestens zwei, drei der anderen FKP-Festivals. Billy Clyro zum Beispiel. Genau. Und auf dieser Position sehe ich dieses Jahr Beatsteaks und deswegen habe ich sie nicht getippt. Ja, kann auch sein. Irgendwie auch bei Beatsteaks, wie du schon meintest, noch nie, oder bestimmt schon mal, aber super selten, nicht, dass ich es wüsste, jemals beim Hurricanes Haushalt waren. Und keine Ahnung, irgendwie ist das so eine Band, die ich so richtig gut beim Highfield sehen kann als Headliner. Das stimmt natürlich. Ja, das kann sein. Deswegen habe ich das jetzt so rumgemacht. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich noch eine andere Band getippt, nämlich die Giant Rooks. Dieses Jahr auch, man sieht ein Schema, beim Kosmonaut gesehen. Eine deutsche Band, die überhaupt nicht deutsch klingt. Und ich finde, das ist auch so eine schöne Band, die ich richtig gut bei FKP sehen kann, beim Hurricane. So schön nachmittags auch in der Sonne und entspannt und so ein bisschen Mumford & Sons Feeling, aber auch nicht so ganz und nicht teuer, aber schön. Ja, und Potenzial auf jeden Fall. Ja, genau. Mhm. Ja, in dieselbe Schiene würde da bei mir die Band Mighty Oaks schlagen, die ich auch ziemlich sicher dieses Jahr schon beim Hurricane getippt habe, nicht richtig gelegen habe, aber die auch ein neues Album veröffentlicht haben von nicht allzu langer Zeit, damit definitiv noch auf Tour sein werden und die für mich auch eine klassische FKP-Band sind eigentlich. Und sie haben jetzt sehr ausgiebig eine eigene Tour gemacht und vielleicht nehmen sie jetzt dieses Jahr nochmal mehr Festivals mit. Und haben wir tatsächlich bei Rock am Ring schon mal gesehen, aber ich glaube, dass die jetzt gerade auch von dem, was sie aktuell so machen, musikmäßig eher beim Hurricane anzusiedeln sind. Ich weiß gar nicht, ob die sogar unter den Touren, das müsste ich jetzt nachgucken, aber auf jeden Fall glaube ich, dass sie beim Hurricane spielen könnten. Meine nächste Band hast du schon bei Rock am Ring getippt. Echt? Tatsache. Du magst es nicht glauben. Portugal the Man. Ah ja. Genau. Aus dem Grund,
ich muss sagen, ich habe dieses Jahr viel, viel mehr als letztes Jahr, fällt mir auch jetzt erst auf, klassisch getippt, dass ich Indie im weitesten Sinne eher halt auch bei FKP verorte und dann halt so klassischen Rock etwas härter halt bei Rock am Ring, obwohl wir eigentlich dieses Jahr gemerkt haben, diese Grenze gibt es gar nicht mehr so, wie das vielleicht mal war. Fällt mir jetzt gerade dazu ein. Und aus diesem Grund habe ich ja doch Portugal the Man irgendwie bei FKP jetzt verortet. Genau. Sind jetzt halt auch so ein bisschen mehr im Mainstream angekommen. Und ist, glaube ich, auch eine Buchung, die jetzt gar nicht mehr so billig mehr ist. Weil gerade in England und Amerika sind wirklich unglaublich erfolgreich gewesen. Ja, mit Amerika auf jeden Fall. Und mit ihrem Song. Wie heißt der? Phil Still war der erfolgreiche. Phil Still, genau. Auf jeden Fall traue ich irgendwie Hurricane Southside mehr zu, dass sie die buchen. Mhm. Und ich finde, die passen da auch besser hin. Und wäre auf jeden Fall eine Buchung, über die ich mich voll freuen würde mittlerweile. Was mir gerade auffällt, ich war unaufmerksam. Jana hat ja am Anfang ihren Joker genannt, der da gewesen wäre, Crow. Deswegen muss ich jetzt mal nachträglich erwähnen, dass ich Crow auch getippt habe, aber nicht als Joker, sondern direkt explizit beim Hurricane. Aus dem Grund, dass ich glaube, dass bei Live Nation mittlerweile mitbekommen haben sollte, dass das Publikum sich nicht in der breiten Masse darüber freut, wenn Crow kommt. Und ich glaube, dass das Hurricane da ein bisschen mehr das Publikum für hat. Und deswegen kann ich mir sich vorstellen, dass man da beim Hurricane mit ein bisschen mehr Enthusiasmus da mitbietet. Auch weil Crow aus irgendeinem Grund öfter beim Ring war als beim Hurricane und obwohl ich ihn persönlich viel mehr beim Hurricane sehe. Mhm. Aber es ist ja auch nur mein persönliches Empfinden. Ja. Mhm. Aber gut, wenn du ihn, da du ihn ja auch als Joker gesetzt hast, sind wir da, denke ich mal, halbwegs einer Meinung. Ja, auf jeden Fall. Genau, meine nächste Band ist wieder eine deutsche Band. Also ich bin wirklich auch sehr deutsch unterwegs hierbei. Und jetzt kommt der zweite große Lacher heute. Für dich. Silbermond. Dazu muss man wissen, dass Jana Nickelback auch am Ring getippt hat. Ja, genau. Das war der erste große Lacher. Schlägt vielleicht in die ähnliche Kerbe. Silbermond. Habe ich getippt aus dem Grund, dass sie dieses Jahr beim Highfield waren und auch eine relativ hohe Position dort hatten. Ja, schon Coco oder Co. jetzt, oder? Na, ja. Coco, glaube ich. Und ist halt FKP und ja, ich weiß auch nicht. Dann werden die natürlich beim Hurricane Southside dann halt natürlich früher spielen, aber irgendwie so einen deutschen Pop-Act, also Pop-Rock-Act, kann ich mir schon vorstellen. Und ich bin halt immer so, ich denke so, ja, wer weiß, ob die nicht Bands dann halt für dieses Jahr buchen, direkt in so ein Paket, so von wegen, ich spiele dieses Jahr für uns beim Highfield, nächstes Jahr für uns beim Hurricane, dafür kriegen wir euch dann halt ein bisschen billiger irgendwie, ob man dann nicht direkt so größere Deals schlägt. Und deswegen gehe ich halt auch oft davon aus, dass dann halt Bands, die dieses Jahr beim Highfield zum Beispiel spielen, ja, im nächsten Jahr dann halt beim Hurricane Southside spielen, weil man dann halt so ein Angebot quasi gemacht hat. Ja, kann stimmen, muss nicht. Ja. Im Endeffekt bin ich mir relativ unsicher, aber irgendwie, keine Ahnung, wollte ich es reinpacken. Dann tippe ich jetzt mal eine internationale Band, damit wir nicht nur von deutschen Bands reden und ich am Ende nur noch deutsche Bands über habe. Und zwar sind das Bastille. Aus dem Grund, dass sie dieses Jahr Rock am Ring gespielt haben und ja auch noch mit einem Album auf Tour sein werden, was sie noch nicht auf dem Hurricane Southside Festival gespielt haben, da aber schon gewesen sind. Und ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die am späten Nachmittag spielen. Vielleicht nicht ganz so hoch wie Imagine Dragons dieses Jahr, aber vielleicht auf einer ähnlichen Position, ein, zwei Slots früher. Ja, ist ja immer noch relativ erfolgreich, ist poppig, zieht auch die Leute aller Altersklassen an, auch Jüngere, das ja, auch den Radiohörer. Und ja, deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass sie die nochmal holen, waren ja auch schon mal da. Basti. Schließe ich mich komplett so an. Also habe ich auch getippt aus den gleichen Gründen und ja, genau. Mache ich trotzdem weiter? Ich mache trotzdem weiter. Genau, dann haben wir als nächstes wieder einen Act von Cosmonaut. Es tut mir leid. El Guni. Ich wollte natürlich auch die Hip-Hop-Schiene bedienen, auch beim Hurricane Southside und ich dachte mir, die sind irgendwie mehr bereit für dieses Genre. Also für dieses Untergenre, als Rock am Ring ist es. Und es ist irgendwie hipper und es passt, finde ich, mehr zum Hurricane. Und deswegen habe ich ihn dann dorthin gesetzt. Mhm. Habe ich auch überlegt, habe ich dann nicht gemacht. Habe ich mich letztes Jahr versucht und im Gegensatz zu von wegen Lisbeth, wo ich es einfach nochmal versuche, habe ich mich da dagegen entschieden. Habe aber dafür Rin beim Hurricane getippt. Aus dem Grund, dass er jetzt auch im September sein erstes richtiges Album rausbringt und bei Rock am Ring gewesen ist dieses Jahr.
und da vermutlich nicht nochmal hinkommt, auch wenn man vielleicht ein bisschen höher buchen könnte. Aber ich bin da auch bei Jana, dass diese Trap-Schiene ein bisschen mehr bedient wird auf dem nächsten Hurricane. Habe mich nämlich gewundert, dass sie es dieses Jahr nicht gemacht haben. Und ja, deswegen sehe ich Rinnen auf jeden Fall, zumindest höhere Wahrscheinlichkeit beim Hurricane. Guni habe ich nicht getippt, aber kann ich mir auch vorstellen. Nochmal dazu. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank. Gerne, gerne. So, mein nächster Act ist wieder jemand, der auf dem Kosmonaut gespielt hat. Nein, den du zum Ring getippt hast. Nämlich Noel Gallagher. Mhm. Ja. Geiler Typ. Krasser Typ. Sehe ich mehr beim Hurricane, weil er zuletzt dort war auch, ne? 2012 hat er da gespielt. Genau. Und ich denke mir auch so, ja, er wird bestimmt zu einem von beiden auch hinkommen, weil neues Zeug am Start und so. Und ja, ich weiß auch nicht, ich finde, er passt halt mehr dahin. Und ich glaube, da wird er mehr, kriegt er mehr Anerkennung für alles als am Ring. Und ja, ich glaube, die sind auch bereit, mehr Geld dafür zu bezahlen. Ja. Und deswegen, ja, deswegen sehe ich ihn eher da. Ja, ich habe ja auch in der letzten Folge schon gesagt, dass mich das sehr viel Überlegung gekostet hat, mich da zu entscheiden. Ich habe mich dann aber für den Ring entschieden. Ich hau mal wieder eine deutsche Band raus, damit mir die nicht alle am Ende dann überbleiben. Und bleib einfach mal weiter im deutschen Hip-Hop-Bereich. Da bucht FKP auch gerne die aktuellen hippen Acts weg. Und deswegen tippe ich, dass einzig die Straßenbande das machen könnten. Eine Band, die letztes Jahr auf dem Kosmonaut gewesen sind, diesmal aus meinem Mund. Ja, sind einfach gerade unglaublich populär und ja, werden nicht unfassbar teuer sein, ziehen aber extrem viel. So viel es vielleicht auch 257ers oder SCP letztes Jahr gemacht haben, dieses Jahr meine ich. Und deswegen die 187 Straßenbande mit Jizzes und Konsorten. Vielleicht mit einem anderen Act zusammen auf der Bühne, den ich später noch nennen werde. Aber dazu kommen wir noch. Gut, dann komme ich. Ich habe auch unfassbar viele deutsche Acts, muss man sagen. Komme ich zu einem deutschen Act. Surprise! Und zwar Love A. Ah. Ist eine relativ Newcomer-Band eigentlich, so, ne? Ja. Ist eine deutsche Band und kann ich mir so richtig gut so als Eröffnungsband irgendwo vorstellen beim Hurricane. Mhm. Und deswegen glaube ich, also ich glaube, die tun sich auch einen Arsch ab, sind sehr viel unterwegs. Also in letzter Zeit habe ich ganz, ganz viel von denen, so Tour, kleine Festivals mäßig. Und ja, deswegen habe ich die dann auch mal zum Hurricane Southside getippt. Mhm. Ja, nicht dumm. Okay. Dann habe ich auch mal eine deutsche Band raus, die viel tourt. Und zwar sind das die Leoniden. Habe ich auch. Habe ich mir irgendwie gedacht. Das ist auch eine Band, die sehr viel jetzt gerade im letzten Jahr unterwegs war. Mit ihrem Debütalbum auch gerade unterwegs. Bin ich drauf gestoßen, weil sie irgendein Musikmagazin, das einen der Indie-Newcomer des Jahres angepriesen hat. Da bin ich auch vollkommen einverstanden mit. Und ich glaube, die werden auch noch auch auf jeden Fall eine gute, solide Größe von der deutschen Band anwachsen. Weil sie sich auch gerade echt den Arsch abtouren. Und ich glaube, diese sind jetzt soweit, nächstes Jahr Major zu spielen und habe sie eher beim Hurricane dann getippt als beim Ring. Mhm. Ja, bei mir genau das Gleiche. Wunderbar. Meine Frage wäre, sollen wir noch mal einen Headliner machen? Ja, natürlich haben wir noch einen Headliner raus an dieser Stelle. Ich habe wieder einen Doppelhead drin und wie bei Rock am Ring und einen, den ich als klaren Head sehe. Was hättest du da gerne? Ist mir egal, weil meine beiden, die ich jetzt noch habe, da kommen wir zu dem Ding, dass ich die nicht alle drei in Kombination so sehe, wie ich sie geschrieben habe, könnten beide Doppelhead werden. Eieiei. Miteinander oder mit externen Bands. Okay. Dann haben wir doch mal einen kleinen raus auf jeden Fall, ja. Oder? Ja, ich habe eh nur einen kleinen. Okay. Ja, dann habe ich auch mal meinen kleineren von den raus, die ich noch tippe. Und zwar ist es Materia. Erstmal aus dem einfachen Grund, mehrere einfache Gründe, deswegen sehe ich noch sehr sicher da. Hat ein neues Album rausgebracht, war bei Rock am Ring. Muss deswegen zum Hurricane, wird nächstes Jahr definitiv auf Festivaltour sein. Ist relativ günstig dafür, du kannst ihn aber trotzdem als Headliner setzen, was das Hurricane sogar schon mal gemacht hat. Und ja, deswegen, also ich weiß gar nicht, ob er Doppelhead wäre, man könnte ihn auf jeden Fall easy in die oberste Reihe schreiben. Wäre vielleicht wie bei Casper so ein bisschen, dass man sagen könnte, ist das in Ordnung? Wenn der Rest stimmt, ja. Sag mal so, wenn mein Headliner-Trio komplett stimmt, wäre es relativ schwach, aber ich habe auch ein bisschen konservativ getippt in dem Fall, im Gegensatz zu Rock am Ring. Und ja, aber ich habe ihn auf die Headliner-Position gesetzt. Mhm. Dann gehe ich da erstmal drauf ein. Ich habe ihn nicht gesetzt. Mhm. Eigentlich aus dem Grund... Hast du ihn gar nicht getippt oder gar nein, nicht? Nein, gar nicht. Aus dem Grund,
wie ich die Beatsteaks getippt habe. Also ich glaube halt auch, wie ich die Beatsteaks nicht getippt habe, ich glaube irgendwie, dass KP den auch vielleicht dann auf den anderen Festivals verbrauchen würde, in Anführungszeichen. Ich glaube halt, dass er nicht Hurricane Southside Headline, eben weil er es schon mal gemacht hat und er damals nur in Anführungszeichen Ersatz war er nicht, aber man hat gemerkt, sie haben nichts Besseres bekommen. Das war ja das Jahr, wo sie, glaube ich, um News geworben haben und dann verloren haben gegen die DEAC. Und dann haben sie ihn quasi im Nachhinein so ein bisschen hochgestuft als Headliner. Und ich glaube, im Endeffekt ist es gar nicht so vom Besucheransturm her schlechter angekommen als anderes, aber es wurde halt im Voraus viel diskutiert, ist es das würdig und so weiter. Und eben aufgrund von dieser Kritik, die sie damals dafür bekommen haben, glaube ich, dass sie das nicht nochmal machen würden, weil es halt schon Headliner wäre, der jetzt nicht vielleicht der undiskutierbare Headliner überhaupt wäre. Und ich glaube, das tun die sich nicht in so kurzer Zeit hintereinander, in Anführungszeichen, nochmal an. Und deswegen habe ich ihn auch komplett rausgelassen tatsächlich und habe dafür einen nicht weniger diskutierbaren Headliner gesetzt. Muss ich nochmal kurz reinkrätschen, aber Materia war Deichbrand-Headliner dieses Jahr schon. Und da er, ja, okay. Wenn dann, also würde er natürlich da nicht mehr auftreten nächstes Jahr. Beim Highfield könnte er Headliner sein, aber dann kann er trotzdem beim Hurricane Headliner sein. Ja, gut, damit hast du recht. Durch das Deichbrand, weil natürlich wäre es, wenn Deichbrand oder Hurricane, aber dieses Jahr auf dem Deichbrand war. Aber irgendwie sehe ich ihn, wenn er kommt, nicht als Headliner. Okay. Ich glaube, das machen wir nicht. Das war natürlich auch mein konservativer Tipp, aber er ist natürlich auch gewachsen. Ja. Aber wie gesagt, ich habe etwas auf den nächsten Tipp, was nicht weniger kritisierbar wäre, nämlich Kraftklub. Also im Endeffekt schlägt das in die gleiche Kerbe. Kraftklub habe ich auch getippt, aber nicht als Headliner. Okay. Ja, ich habe es als Headliner getippt und. Ja, kann man das direkt im Anschluss sagen, gehört dazu, auch als gesetzten Tipp. Das heißt, ich bin mir sicher, dass Kraftklub zum Hurricane kommt und nehme ihn deshalb als doppelten Tipp sozusagen. Ja. Nehmen Sie. waren am Ring dieses Jahr. Deswegen sehe ich sie halt so oder so beim Hurricane. Und beim Deichbrand. Ja, aber davon rede ich jetzt nicht. Ja, ich finde, das ist halt auf jeden Fall eine Band für ein Major-Festival, so, ne? Und sehe ich halt aufgrund dessen als Headliner, weil dieses Jahr Casper Headliner war und ich finde, es ist halt nur die Konsequenz daraus irgendwie. Also, weil die schlagen halt den gleichen Kerbe und auf jeden Fall Kraftklub im Moment, also aus jetzigem Stand, ist die aktuelle Kraftklub-Tour erfolgreicher als die Casper-Tour auf jeden Fall. Wenn man da bedenkt, dass Casper Headliner war, finde ich, ist es auf jeden Fall gerechtfertigt, Kraftklub auch als Headliner zu setzen. Ich habe überlegt, ob ich Kraftklub oder Materia nehmen soll und habe mich dann für Materia entschieden, weil er tatsächlich deutlich mehr Facebook-Likes hat. Also es war eine total dumme, total dumme Logik, aber Kraftklub ist bei ungefähr 600.000 und Materia bei fast 1 Million. Was? Und habe mich deswegen dann für Materia entschieden, weil man dann zumindest, wenn man FKP ist, sagen kann, ja schau doch mal hier, der Junge hat 1 Million Likes. Also... Ist natürlich auch ein bisschen sehr kurz gedacht, aber war dann einfach mal ein ganz dummes, einfaches Hündchen an der Waage. Okay, ja, interessant. Ja, keine Ahnung, irgendwie sehe ich auch Kraftklub mehr da, weil die sich dieses Jahr so gemacht haben mit ihrer Live-Show, Festival-Live-Show, mit ihrer ganzen Choreo, mit den Leuten und so. Und nicht, dass Materia eine scheiß Live-Show hat, um Gottes Willen, aber irgendwie, ich finde, das von Kraftklub macht im Moment noch mehr her, besonders wenn man bedenkt, dass Kraftklub im weitesten Sinne Rock macht. Also im allerweitesten, also machen ja irgendwie alles, ne? Schon, ja. Aber und Materia dann ja schon eher in die Pop-Hip-Hop-Schiene schlägt und man vielleicht im ersten Moment annehmen könnte, Materia kann eine geilere Show auf die Beine stellen. Also so vom Drumherum her mit Tänzern und sowas, finde ich, ist eher jemand, bei dem man das erwarten könnte. Aber er nie Tänzer hat eigentlich. Ja, genau, das ist das, was ich meine, weißt du? So Kraftklub hauen dann halt sowas raus mit so 80 Tänzern. Ja, gut, das stimmt. Und Materia, der das halt locker auch bringen kann, einfach weil die Musik das schon viel eher hergibt, macht sowas dann nicht. Was ich nicht schlimm finde, weil er liefert auch so komplett ab. Aber das ist vielleicht auch noch so das kleine Zünglein an der Waage, wo man sagt, okay, wir machen eben Kraftklub als Headliner, weil das vielleicht mehr hermacht auf der Bühne. Ja, spannend. Dann haben wir ja da quasi direkt eine Konkurrenz in der Nähe. Oh, das ist natürlich wirklich spannend. Weil du jetzt deinen gesetzten Act schon gesagt hast, möchte ich meinen auch direkt mal raushauen. Das heißt, das ist von mir die Beginner. Aus dem Grund, dass sie ja dieses Jahr ihr Comeback-Album hatten und bei Rock am Ring schon waren. Und ich habe mir da eigentlich schon gedacht, dass sie bei Hurricane Southside mehr besser passen würden, dass sie einfach ein gutes Jahr aus Hamburg kommen.
was ja eigentlich auch ein dummes Argument ist, aber manchmal stimmt. Und deswegen glaube ich, dass sie das definitiv nachholen werden, kommen, das ja im Hurricane zu spielen. Deswegen habe ich das gesetzt, in der Hoffnung, meine doppelten Punkte zu kassieren. Als nächstes habe ich dann, Überraschung, wieder eine deutsche Band. Und zwar habe ich da getippt Girl. Eine weibliche Band. Eine deutsche weibliche Band. Halt auch aus dem Indie-Bereich und deswegen auch wieder zum Hurricanes Haushalt gesetzt. Und ich habe viel bei Indie getippt, als ich vielleicht hätte tun sollen, aufgrund der aktuellen Entwicklung vom Hurricanes Haushalt. Aber das habe ich so gemacht, weil ich mir dachte, ja, das könnte schon passen eigentlich. Das stimmt. Dann nehme ich meine große Indie-Band mal zum Vergleich. Nicht aus Deutschland. Und zwar Angus und Julia Stone. Oh. Die finde ich auch sehr gut zum Hurricane passen, auch oft da gewesen, sind schon jetzt auch auf Tour gehen mit ziemlich sicher einem neuen Album. Und deswegen sehe ich sie nächstes Jahr auf jeden Fall auf Festivals. Rock im Ring wird die sehr sicher nicht buchen. Und ja, ist ein schöner Act, der ins Zelt bei FKP passt, finde ich einfach, auf die White Stage spät oder nachmittags. Ich glaube auch unter ihnen tourt, ziemlich sicher sogar. Und ja, deswegen habe ich sie getippt. Ich hätte dann als nächstes Itchy anzubieten. Ehemals bekannt als Itchy Poops Kid. Ist eine Band, die seit 1000 Jahren aktiv ist, gefühlt. Aber irgendwie nie Major Festivals gespielt hat. Tatsächlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie jemals auf dem Hurricane Southside Ring Park waren. Nicht, dass ich wüsste. Und ich verstehe ehrlich gesagt wirklich nicht, warum. Weil das locker eine Band ist, die man früh spielen lassen kann und die macht den Platz voll. Weil sie sich so den Arsch abtut auf umsonst Festivals, kleinen Festivals und so weiter. Also ich kenne wenig Leute, die sich ein bisschen mit Musik beschäftigen in Deutschland, die nicht kennen. Egal, ob sie jetzt gut finden oder nicht. Das ist noch eine andere Frage. Ne? Aber halt einfach, weil die so präsent sind seit Jahren. Und ich dachte mir, ja, vielleicht ist es mal Zeit, dass ein Major Festival die bucht. Haben jetzt auch ein neues Album draußen und so weiter. Und dementsprechend habe ich einfach mal gedacht, vielleicht, vielleicht ist es Zeit, vielleicht auch nicht. Okay, nächste Band von mir auch. Eine Band, die sehr, sehr viel tourt immer und eigentlich immer überall am Start ist. Die Do Nots. Wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett irre, waren sie dieses Jahr bei Rock am Ring. Mhm. Und deswegen sehe ich sie nächstes Jahr wieder auf dem Hurricane und Southside. Ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Band, die auch hin und her rotiert jedes Jahr, wenn sie halt unterwegs sind. Ja, ich weiß halt gar nicht. Ich habe aktuell ein neues Album. Ist, glaube ich, immer noch das Deutsche, was aber auch schon ein bisschen her ist. Oder haben wir noch eins? Ich glaube, was richtig aktuell ist, haben die nicht. Okay, da bin ich jetzt auch ein bisschen am Schwimmen, ehrlich gesagt. Aber kann ich mir sehr gut vorstellen, da die eigentlich fast immer auf Tour sind, dass das Hurricane die dieses Jahr holt. Mhm. Ich habe dann als nächstes Zebrahead zu bieten. Mhm. Also auch eine relativ kleine Band eigentlich, die aber auch viel tourt, die man dadurch vielleicht eventuell kennt. Die, glaube ich, auch bekannt ist dafür, dass sie immer gute Stimmung macht und die, glaube ich, auch eine Band ist, die eher sonst am Ring war. Also da war sie auf jeden Fall schon. Aber bei Hurricane war sie auch schon mehrmals. War sie auch schon mehrmals. Okay, aber ich glaube, das ist auch eine Band, die man so gut für Nachmittag buchen kann. Ja. Und die Leute zieht, die Stimmung macht und das muss es ja immer geben auf dem Festival und ja, die auch nicht viel kostet. Ja. Kommt noch Schwerwiegend hinzu. Deswegen Zebrahead. Ja, dann fahre ich die Schiene immer weiter. Ich habe Zebrahead fast genommen und mich dann dagegen entschieden. Also einfach rund, weil meine Liste auch schon voll war. Und würde dann Matzen mal tippen. Auch eine, genau wie Zebrahead, nicht, nein, also auch eine deutsche Band, wie wir es jetzt schon oft hatten. Die ich auch dieses Jahr schon auf Festivals erwartet habe, auf den großen, es aber nicht gemacht haben. Du hast sie jetzt wohl auch im Ring getippt, wenn ich mich gerade nicht irre. Ich habe sie beim Hurricane hingesetzt. Ja, ist, glaube ich, einfach so eine Gefühlssache dann gewesen. Ich denke mal, die großen Festivals spielen sind auf jeden Fall nächstes Jahr. Und ja, mal gucken, wer sie bekommt. Ich sag Hurricane. Also wie gesagt, hatte ich letzte Saison als mein Joker getippt. War mir sicher, dass sie irgendwo hinkommen, dann kamen sie nicht. Obwohl gerade das Album aktuell war und so, also super komisch. Allein aus diesem Grund nicht mehr dieses Jahr nochmal als Joker getippt, weil ich dachte, wenn das jetzt nicht stimmt, ist blöd. Ansonsten würde ich sie genauso wie du auf beiden Festivals sehen und deswegen bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich habe mich jetzt am Ende für den Ring entschieden. Und dann eine weitere Band fürs Hurricane, nämlich Turbostart. Ja. Ja, auch eher was ein bisschen vom älteren Schlag, würde ich sagen, deutsch. Und ich weiß auch nicht, ist es Hamburger Schule? Komm aus Husum, wenn ich mich nicht irre. Was? Husum. Husum?
Husum. Husum. Auf jeden Fall Humus. Aus der norddeutschen Insel. Von der norddeutschen Insel. Naja, auf jeden Fall habe ich Turbostadt. Nee, hab ich Turbostadt? Ja. Auf jeden Fall habe ich die getippt, weil ich finde, das ist so eine typische FKP-Band, die da gut hinpasst, die auch schon öfter mal da war und ja, kann man immer mal wieder buchen. Und ich glaube, befriedigt eine nicht zu große Zielgruppe, aber hat schon seine Zielgruppe und dementsprechend. Ja. Habe ich auch überlegt, habe ich nicht gemacht, weil das Album schon relativ alt ist und ich nicht wusste, ob die Dauertouren wollen oder ob die sich mal eine Pause gönnen. Mhm. Ich habe auf Pause getippt, deswegen habe ich sie nicht genommen. Aber kann ich mir auch vorstellen. Dann haue ich mir wieder was Internationales raus. Das war mir auch so ein Dünnwild, ehrlich gesagt. Die Wombats habe ich noch getippt. Oh. Auch eine Band, die typisch FKP ist ähnlich. Also haben schon mehrmals beim Hurricane gespielt. Bestimmt auch schon bei Rock am Ring. Sind auch meines Wissens bei FKP als Booking-Agentur unter Vertrag. Und sind mal wieder fällig. Ich meine, die sind zumindest in der Albumproduktion. Das letzte ist zumindest eine Weile her. Also wenn ich die wäre, würde ich mal. Ist ein spekulativer Tipp deswegen. Aber kann ich mir vorstellen, dass da was kommt. Dann habe ich als nächstes Res. Mhm, habe ich auch getippt. Das ist auch eine deutsche Band, ne? Ja. Genau. Und, die nicht deutsch klingt. Die nicht deutsch klingt. Ich meine, die waren dieses Jahr, also diese Saison beim Ring. Waren sie, ja. Genau. Dementsprechend können sie da nicht mehr sein. Und deswegen habe ich sie zum Hurricane getippt. Die waren da, glaube ich, auch schon mal, ne? Kann ich mir vorstellen, ja. Bin mir ziemlich sicher. Und ja, ist, glaube ich, auch eine Band, die man in unteren Reihen gerne sieht, die auch mittlerweile relativ bekannt ist, weil sie sehr viel tut. Und trotzdem sehr günstig sein wird. Genau. Ja. Haben wir aus dem gleichen Grund auch. Okay. Haben am Ring gespielt, sind mit Sicherheit auf Tour, weil sie einfach rare sind. ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Wo wir bei den Bands sind, die immer auf Tour sind, was so viele sind, die wir dieses Jahr im Hurricane getippt haben. Total. Schmutzki. Oh, weil Schmutzki sind immer auf Tour und seitdem ich irgendwie auf Festivals bin, kleben Schmutzki-Klos kleben Schmutzki-Aufkleber auf dem Dixie-Klo. Also kleben Schmutzki-Klos auf dem Dixie-Sticker. Ja, da geht man immer mit Aussicht und sieht immer dann, ja, Schmutzki sind wieder in der Haus. Naja, wie ich aus deiner Reaktion gehört habe, hast du nicht an sie gedacht. Mal gucken, ob sie kommen. Ich glaube schon, weil sie sind, glaube ich, im Ring gewesen letztes Jahr, dieses Jahr. Ich meine auch. Aber wir haben so oft dieses Jahr und letztes Jahr wegen den Festivals zu wechseln, das ist unfassbar. Total. Also wenn wir vom letzten Jahr reden, dann meinen wir eigentlich, ich habe genau den gleichen Satz schon mal gesagt, dann meinen wir immer das aktuelle Festival, aber nur, weil sich unsere Zeitrechnung, wenn die Festivals rum sind, ist das Jahr vorbei. Genau. Und dann ist es halt letztes Jahr, auch wenn das Hurricane jetzt erst vor 2 Monaten gewesen ist. Also lasst euch nicht irritieren. Wenn es komisch klingt, in der Regel meinen wir das Richtige. Glaubt an unsere Kompetenz. So, wo wir bei Kompetenz sind. Mhm. Diese Überleitung. Jetzt kommt hoffentlich eine gute Band. Prinz Pi. Ja. Diese Reaktion hättet ihr sehen sollen. Alter, wie kommt sie denn da drauf? Ja, nee, neues Album. Mhm. Und warum nicht? Also ich meine, neues Album. Why not? Ist das nicht Grund genug? Ist das nicht Grund genug? Ja, er könnte auch mal Rock am Ring spielen. So ja, tatsächlich. Aber ich habe ihn hier hingesetzt, weil, weiß ich auch nicht. Ja, ich auch. Ja. Also Achso, du hast auch. Jetzt hast du direkt geguckt, als ob du guckst, als ob du denkst, Alter. Nee, ja, ich habe auch Prinz Pi getippt. Auch, weil er einfach ein neues Album rausbringt jetzt im September oder Oktober. Oder November? Naja, auf jeden Fall dieses Jahr noch. Ja, aber könnte natürlich genauso gut am Ring spielen. Ich glaube, dass Booking-Mates ist ja, soweit ich weiß, mit Landstreicher unterwegs. Das heißt, von daher kann man eigentlich keine Tendenz ausmachen. Aber ich habe sehr viele Landstreicher-Bands im Hurricane getippt. Also da können die ein riesen geiles Paket schnüren und da vielleicht einen Tausi abziehen. Ist das halt auf jeden Fall jemand, den man auch Lockhead als Joker tippen können, finde ich. Ja, ich glaube auch, dass er auf jeden Fall unterwegs sein wird. Aber ist mir trotzdem erst ganz am Ende eingefallen, muss ich sagen. Hatte ich auch komplett vergessen. Dann dachte ich so, auf meiner Liste ist es der 19. Name, der mir eingefallen ist. Bei mir der 27. oder 28. Ja, ich glaube, der zieht halt gut, ne? Also er hat auf jeden Fall sein angestammtes Publikum. Ja.
hat genug Leute, die von früher geil fanden und heute scheiße, und Leute, die die alten, aber auch Leute, die die alten Sachen nicht kennen und es heute geil finden. Mm. Deswegen hat er, glaube ich, immer die Leute am Start. Mm. Er macht es einem sicher auch schwer, ihn richtig zu hassen. Ja. Deswegen habe ich ihn gedippt. Du auch. Wunderbar. Ja. Dann sage ich mal, was hast du, was Neues. Schön. Die nächste Band hatte ich erst bei Rock am Ring getippt, quasi bis 5 Minuten vor Einsendeschluss des Tippspielergebnisses. Und zwar ist das Franz Ferdinand. Ja. Die mussten bei mir beim Rock am Ring weichen, weil ich da auch ihr Kid noch unterbringen wollte. Dafür ist beim Hurricane eine andere Band rausgeflogen, zu der ich jetzt nichts näher verlieren werde. Genau, habe mich für Franz Ferdinand entschieden. Die auch unter FKP Touren haben einen neuen Song rausgebracht. Jetzt vor kurzem, der jetzt an sich nicht offiziell mit einer Albumankündigung verbunden war, aber in der Regel kann man jetzt ja davon ausgehen, dass da zumindest was in der Mache ist. Und ja, ist eine FKP-Band, passt zum Henry Kane für nachmittags irgendwie. Mhm. Franz Ferdinand. Dann glaube ich, ist es Zeit für den dritten Headliner. Genau, wie gesagt, bei mir auch ein Headliner, den ich eher als Doppelhead sehen würde, also nicht alleine. Die Ergänzungen kommen dann noch im Laufe des Tippspiels, aber zu der Band an sich erstmal wäre das Billy Talent. Mhm. Begründen? Ja, kann ich gerne begründen. War dieses Jahr auf verschiedenen kleinen Festivals Headliner, dann auch meistens gefühlt so in der Kombination mit anderen Bands, nicht offiziell, aber so ein bisschen gehört Billy Talent für mich so ein bisschen zu einer anderen Band. Nicht zwangsläufig, aber macht ein gutes Paket mit einer anderen Band, die ich gleich noch nennen werde. Und ich glaube, ist zu klein für einen alleinigen Headliner-Status, aber kann man locker begründen, wenn man auch ein, zwei andere Bands zu hat, die das Ganze ergänzen und dann halt zwei andere Headliner, die ein bisschen größer sind. Also ich glaube nicht, dass Billy Talent zum Beispiel Headliner sind in Kombination mit Kraftklub. Das stelle ich mir zu schwach vor. Deswegen sage ich, also wenn dann eins von beiden plus Co. Okay. Head, der quasi auch, also plus Doppelhead sozusagen. Aber einfach, weil die halt unter FKP dieses Jahr schon als Headliner getourt haben, kann ich mir gut vorstellen, dass sie die vielleicht als Headliner auch noch in Kombination, als Paket sozusagen fürs Hurricanes House halt gebucht haben. Habe ich nicht getippt, weil an sich war das auch einer meiner allerersten Gedanken, dass sie kommen müssen. Aber dann habe ich mal genauer recherchiert zum einen und festgestellt, dass Afraid of Heights, also das aktuelle Album, während das Hurricane ist, schon 2 Jahre alt wird, was jetzt kein Indiz ist unbedingt. Da habe ich schon ein bisschen geschwankt und dann haben sie gepostet, als ihr Auftritt beim Highfield abgesagt worden ist, dass sie bedauern, dass sie ihren letzten German Act der Afraid of Heights Tour nicht spielen konnten. Und ich wusste dann nicht, ob das jetzt, ob die einfach nochmal nächstes Jahr touren und dann das einfach nochmal, keine Ahnung, Tour nennen und dann einfach nicht mehr unter dem Albumtitel touren, was es ja auch oft gibt. Ja. Oder ob sie einfach den Albumzug von Afraid of Heights tatsächlich schon abgeschlossen haben. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich natürlich nicht. Ich habe mir nicht die Facebook-Seite angeguckt. Ja, es ist absolut Spekulation, weil ich kann mir an sich vorstellen, dass sie noch Festivals touren. Aber danach dachte ich mir, das ist mir zu risky. Habe sie dann nicht getippt. Ah, hätte ich das gesehen, hätte ich es auch nicht getippt. Okay. Das beruhigt mich jetzt persönlich. Oh, das ist jetzt natürlich... Ja, mal schauen. Aber es gibt ja auch immer wieder Bands, die dann halt... Ich meine, das Album wird auch erst 2 Jahre. Also das heißt, es ist jetzt 1,5 erst. Die dann nochmal 5, 6 Festivals nur spielen, aber halt nicht mehr so richtig einen großen Run nehmen. Ja, für mich ist das halt so ein bisschen so eine Band, die ich vielleicht eher beim Rock am Ring sehen würde, aber auf dem Grund, dass sich das Hurricanes House halt immer mehr Richtung Rock am Ring orientiert, im letzten Jahr besonders. Zumindest Headliner-mäßig, ja. Headliner-mäßig, und ich dachte, die brauchen noch was ein bisschen nach vorne geht, was richtig, richtig rockig ist. Also ohne Abstriche ist es einfach Rock. So, Punkt. Und deswegen habe ich die getippt, weil ich dachte so, okay, das ist der rockige Headliner. Mit einem Indie-Head und mit einem deutschen Head. Wo ich die Kombination eh nicht sehe. Aber. Okay, ja, aber auch meine Überlegung habe ich dann aus genannten Gründen gelassen. Habe dafür einen anderen Head genommen, der jetzt auch absolut Spekulation ist. Spannend. Arctic Monkeys. Oh, was? Es gibt das hartnäckige Gerücht, dass die aktuell im Studio sind. Es gibt aber keine offizielle Bestätigung dafür. Und ich wollte einfach mal mutig sein. Also es gibt keine Bestätigung dafür, dass sie im Studio sind. Nur die Andeutung, dass da irgendwann was kommt, wenn Alex Turner von Arctic Monkeys mit seinem Side-Project durch ist, was, glaube ich, im Herbst soweit sein wird, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Deswegen glaube ich, dass ein Arctic Monkeys-Album kommen wird nächstes Jahr.
und dass sie damit auch wieder Headliner sind, weil sie waren ja schon mal Hurricane-Headliner und sind für mich, was die Indie-Sparte angeht, einer der perfektesten Indie-Rock-Headliner einfach. Und die Kombination mit Kings of Leon und Arctic Monkeys ist zwar nicht hart-rockig, aber trotzdem für eine bestimmte Zielgruppe sehr klangvoll. Nee, die Kombination sehe ich nicht. Nee. Oder sie sind Arctic Monkeys auch auf jeden Fall alleiniger Head? Die waren schon mal Headliner auf Hurricane, ja. Ich glaube, hochgezogen. Ich habe sie als alleiniger Head gesehen. Ja, also Arctic Monkeys wurden letztes Mal hochgezogen, bevor das AM-Album rauskam. Dann kam das Album raus und hat die größten Indie-Hits des Jahres, wo das rauskam, rausgehauen. Mit Why Should I Call Me When You High und so weiter. Mhm. Und damals dachte ich mir, Respekt, FKP, an sich so ein Move. Sie haben sie hochgezogen, weil sie nichts Besseres hatten, aber sie hatten das übelste Näschen, weil danach waren die auf anderen großen Festivals auch Headliner. Und ich glaube, du kannst sie easy als Headliner benutzen. Immer noch? Ja, ich meine, nur weil, also klar, wir haben jetzt eine relativ lange Lücke tatsächlich gehabt, aber gut, ich glaube, also das Headliner-Trio, was ich jetzt gesehen habe, wäre Materia, Arctic Monkeys, Kings of Leon, das ist zu schwach. Da wird mindestens einer nicht kommen oder nicht als Headliner da sein und vielleicht zum Beispiel Muse, die ich ja beim Ring gesehen habe, kommen oder vielleicht auch die Foo Fighters, weil sie auch bei FKP sind oder vielleicht was ganz Verrücktes, 30 Seconds to Mars, ich habe keine Ahnung. Ich finde die Headliner dieses Jahr unfassbar schwer zu tippen. Aber ich habe mich für die Arctic Monkeys entschieden, weil ich einen mutigen Tipp haben wollte. Mhm. Weil ich darauf spekuliert habe, dass Jana es nicht getippt hat, dann kriege ich nämlich mehr Punkte. Und ja, mal schauen. Ja, finde ich voll spannend. Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, deswegen umso spannender. Aber ich hatte ja schon eine Liste an potenziellen Heads, die waren auf jeden Fall nicht dabei. Dementsprechend wirklich sehr spannend. Gut, ja, die Heads sind soweit durch und dann lege ich direkt nach, weil ich gerade davon geredet habe, von Doppelhead und potenziellen zweiten Teilen dieses Doppelheads. Lass mich raten, die Band heißt so ähnlich wie eine Wurst. Richtig, genau. Ich habe zwei Bands zur Auswahl, die den zweiten Teil machen könnten, dieses Doppelheads. So. Zum einen, wie du gesagt hast, Biffy Clyro. Halt, weil sie dieses Jahr schon zusammen so viel gespielt haben. Also nicht direkt zusammen, aber halt auf einem Festival. Und ich finde, die passen irgendwie so gut zusammen. Ich finde, weiß ich auch nicht, irgendwas ist da passiert, dass sie für mich zusammengehört. Frag mich nicht, warum. Und halt auch unter FKP. Also es kann sein, dass sie das wieder so in ein Paket gebucht haben und das würde auf jeden Fall diesen Head-Status, finde ich, noch mehr rechtfertigen, wenn die da vorspielen würden. Und es wäre halt mega die geile Kombination. Also ich würde es halt voll feiern, so das so hintereinander. Habe ich wieder nicht genommen, aus dem Grund, dass ich gefühlt habe, dass der Albumzirkel vielleicht einfach schon rum ist. Kann sein. ja, weiß ich nicht. Habe ich auch überlegt, habe ich dann doch nicht genommen. Kann ich mir aber vorstellen. Aber ich glaube irgendwie, das Album wird auch nächstes Jahr 2 und die haben jetzt schon so viele deutsche Festivals mitgenommen. Aber wieder gleich ist über Billy Talent. Vielleicht spielen sie nächstes Jahr auch nur 5-6. Sie haben es ja auch nicht so weit. Habe ich deswegen rausgelassen. Mhm. Die nächste Band, die ich getippt habe, sind die Broilers. Waren jetzt gerade bei Rock am Ring. Haben auch schon Hurricane gespielt. Sehe ich deswegen auch wieder da. Haben jetzt ja. Also sind eigentlich immer sehr. Haben wir das Album raus? Ich weiß gar nicht. Touren auf jeden Fall immer sehr viel und ist auf jeden Fall eine Band für die obersten Zeilen, die ich irgendwie so auch in die Ecke der Beatsex jetzt vielleicht stecken würde, von der Größe her, die man da gut als Bluehead vielleicht sogar setzen kann oder zumindest als Co-Head oder Coco-Head, sehr niedrig gesetzt auf der Hauptbühne. Und ich glaube, wenn die verfügbar sind, da sie nicht nochmal zum Ring gehen werden, kann ich mir die gut zum Hurricane vorstellen. Und sie haben auf jeden Fall Highfield oder Deichbrand dieses Jahr schon mitgenommen. Ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Habe ich nicht getippt, aber könnte ich mir gut vorstellen. Ich mache direkt weiter mit dem nächsten Act, den ich als zweiten Teil dieses Doppelheadliners sehen könnte, damit ich das abgehakt habe. Also, möglich wären für mich Billy Talent und Biffy Clyro, wie gesagt, und Billy Talent und Rise Against. Mhm. Die habe ich ja beim Ring getippt, wenn ich mich nicht erinnere. Genau, ja. Ist auch eine Band, die, weiß ich nicht, wann die schon mal beim Hurricane's House Set war. Ja. War, ne? Wahnsinn, aber. Ja. Jahrestag, keine Ahnung, aber ein bisschen her, ne? Ist halt auch wieder was ein bisschen die härtere Richtung, so klassischer Rock irgendwie, was ich finde, was das Hurricane auf jeden Fall buchen wird. Gerade nach diesem Jahr gehe ich davon aus, dass sowas gebraucht wird auch irgendwo. Ich finde, die passen gut zu Billy Talent, so zielgruppenmäßig und allgemein und fände ich auch eine schöne Buchung. In Kombination finde ich, rechtfertigt das doch einiges. Okay, jetzt neigen wir uns langsam schon dem Ende zu. Jetzt waren wir so international für die Verhältnisse dieses Podcastes.
zum Hurricane, dass ich mal wieder eine deutsche Band raushauen werde. Und zwar, jetzt hatte ich hier so viele Österreicher, T.S. Ullmann, glaube ich, könnte kommen. Wird ja auch ziemlich safe ein neues Album rausbringen in der nächsten Zeit. Ja, glaube ich, auch eine gute Kombi-Buche mit Ketka. Kann man sich da mit der Booking-Agentur vielleicht auch einen schönen Deal raushauen. Wir sind ja bei derselben. Kann ich mir an sich auch beim Ring vorstellen. Mein Gefühl hat aber eher gesagt Hurricane, genau wie bei Ketka. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dasselbe Festival spielen werden. Und kann man auch, glaube ich, richtig geil hintereinander machen. Und da werden sich sehr viele Leute darüber freuen. Deswegen, T.S. Ullmann, mein Kandidat für Hurricane 2018 auf jeden Fall. Schön gesagt. Gut, dann mache ich weiter. Wo du gerade von Österreichern gesprochen hast. Ich sag mal was, vielleicht hast du es auch. Wanda? Ja, habe ich auch gedacht. Ja, Wanda. 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 Wunderschön. Ja, die haben ja auch einen Online-Shop da. Okay. Zu Wanda. Ja. Okay. Ja, Wanda, auch eine Band, die im letzten Jahr krass aufstrebend war. Aber nicht nur im letzten Jahr. Sind schon länger. 2 Jahre, ja. Also ich nehme sie erst gefühlt seit einem Jahr wahr. Mhm. Ich persönlich, aber vielleicht ist es auch schon länger. Finde ich, passen unglaublich gut zum Hurricane. Haben sie auch schon gespielt, also. Vor 2 Jahren, ne? Ja, ziemlich sicher. Ja, ja, finde ich, passen da gut hin. Mhm. Ja, finde ich auch. Deswegen habe ich sie auch getippt, logischerweise. So, ich schiebe dann direkt noch was hinterher, weil ich ein bisschen hinterher hinke mit meinen Tipps. Und zwar habe ich da eine Band, zu der ich wahrscheinlich am wenigsten sagen kann von allen meinen Tipps. Aber ich wollte was Elektronisches haben noch, also so ein bisschen elektronisch. Ich hoffe, ich liege jetzt richtig, dass ich da diese Band getippt habe. Nämlich M83. Wow. Ja. Such English. Ja, tatsächlich Hurricane Band. Ja, und die sind auch elektronisch, ne? Ja, gut, kann man so sagen. Also wie gesagt, ich würde einfach was Elektronisches haben und dementsprechend habe ich so ein bisschen rumgegoogelt, dann kamen die, habe ich einfach genommen, ohne mich jetzt weiter zu informieren. Also ich weiß nicht, ob die gerade touren, ob die ein Album haben oder irgendwas. Auf jeden Fall eine Band, die schon öfter mal beim Hurricane war. Ja, nicht unrealistisch. Unelektronisch ist und ich habe ja schon mal gesagt am Anfang, dass ich gern aus jedem Genre so ein bisschen was drin hätte und das ist dann einer meiner Teile für die Elektronische. M83. Okay, dann habe ich auch noch eine Band raus, zu der ich nicht viel sagen kann. Und zwar ist das Faber, der auch ja sehr, sehr viel tourt und, glaube ich, auch sehr aufstrebend ist im Moment. Auch im Landstreicher-Booking beheimatet ist. Ich glaube, das könnte so ein Ding sein, was so einen frühen Nachmittagsslot bekommt. Ich meine, er wäre jetzt mit Anne Mercandre doch unterwegs gewesen, was ihm bestimmt noch so einen kleinen Popularitätsboost verschafft hat. Ja, mal gucken. Ich glaube, er hat noch keine Majors gespielt, kann mir aber vorstellen, dass man ihn sich nächstes Jahr dafür hochzieht, wenn er sich weiter gut macht. Ja, aber viel mehr kann ich auch nicht dazu sagen, weil ich mich auch noch nicht so viel mit ihm beschäftigt habe, ehrlich gesagt. Mhm. Gut, ich habe dann als nächstes eine Künstlerin, und zwar Kate Nash. Mhm. Hast du schon mal versucht, die beim Tippspiel unterzubringen? Ja, aber diesmal ist es fundiert, denn sie tourt unter FKP. Mhm. Auch gerade aktuell, weil ihr Album Made of Bricks, also das damals mit Foundations und so, kennst du noch, gerade 10 Jahre alt ist. Und die hat gerade so eine Jubiläumstour unter FKP. Und tourt, finde ich, extrem kleine Locations, dafür, dass es Kate Nash ist. Also ich glaube, ihre Zeit ist ein bisschen vorbei halt. So. Ja, also die Fans von früher, ein paar sind noch da, aber halt so der Mainstream ist vielleicht weg. Deswegen glaube ich, ist sie gar nicht mehr so teuer, aber ich glaube, FKP, vielleicht würden die auch gern halt so was Weibliches buchen, weil sie das dieses hier zum Beispiel auch ganz gut gemacht haben, fand ich auch mal weibliche Künstlerinnen zu buchen oder davor das Jahr mit Lily Allen und irgendwie gerade so Lily Allen, ich finde, da reiht sich das so ein bisschen ein. So Künstlerinnen von früher, die wo man auch Hits kennt, aber die jetzt aktuell nicht mehr so viel machen, aber trotzdem noch unterwegs sind und noch unter FKP-Touren. Ich dachte mir, das könnte sehr gut sein. Okay, ja, interessant. Wo wir bei Frauen sind. Nee, auch eine Band mit der weiblichen Frontsängerin. Vielleicht ein bisschen mutig, weil eventuell relativ teuer für den Slot, den sie bekommen. London Grammar. Habe ich lange überlegt, ob ich das tippen soll. Die haben schon mal beim Hurricane gespielt. Das ist jetzt 2016, glaube ich, gewesen. Oder 15 sogar. Wir waren auf jeden Fall da. Da haben die um 12:30 gespielt, weil ich damals schon dachte, was ist denn da los? Also eine Band, die für mich auf jeden Fall im Dunkeln spielen muss.
Finde ich mega gut, haben dieses Jahr ein neues Album rausgebracht. Absolut typische FKP-Band. Aber dadurch, dass sie im Ausland wesentlich größer sind als hier, glaube ich, sind sie eventuell ein bisschen zu teuer für das, was sie leisten, publikumsmagnettechnisch. Ja, aus dem Grund habe ich sie auch nicht genommen. Ja, ich habe da einfach mal optimistisch gewesen. Ich würde mich mega freuen, wenn die nochmal kommen und dann auch ein bisschen besser positioniert werden. Also, sie werden niemals mehr um 1:30 spielen. Ja, war mein Tipp. Vielleicht die größte Band, die ich jetzt noch am Start habe. Ich bin gespannt. Fände ich geil. Mal gucken, ob es klappt. Ist ein bisschen mutig vielleicht. Ja, aus dem Grund habe ich sie auch nicht genommen. Also, ich habe auch drüber nachgedacht, aber ich glaube, es ist zu teuer einfach. Gut, dann habe ich als nächstes eine Band, zu der ich auch nicht so viel sagen kann, die aber aktuell unter FKP tourt und mir im Hinterkopf irgendwo bekannt vorkommt, vom Namen her, nämlich Band of Horses. Ja, ja. Und ich dachte mir, das ist auch so eine eher kleinere Band, die ich mir irgendwie richtig gut vorstellen kann in so einem Hurricane-Podcast-Ankündigungsding, das hier mal raushauen. Dass dann die sprechen, die Melle irgendwie irgendwas sagt und dann auf einmal dieses Band of Horses. Ich weiß auch nicht, irgendwie finde das passte so total. Und die touren gerade eine richtig ausführliche Tour durch Deutschland unter FKP. Mhm. Also ich habe das ein bisschen gestöbert, wer gerade aktuell tourt. Und da dachte ich so, ja, keine Ahnung, können die auch locker da unterbringen, irgendwo relativ früh. Mhm. Ja. Ja, warum nicht? Habe ich auch gelesen, da habe ich irgendwie nicht reingenommen. Also dann haue ich nochmal was Internationales raus. The National. Ich auch. Hatte ich auch als nächstes. Wunderbar. Auch mit neuem Album am Start. Sehr, sehr gute Singles bereits veröffentlicht. Ich glaube, das ist so eine richtige Hurricane-Liebhaber-Band. Sind da auch oft gebucht. Ja, was muss man da groß zu sagen? Ich glaube, kennt man jetzt eigentlich auch halbwegs. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Theoretisch auch am Ring, aber ich meine, sie wären auch bei FKP. Ich meine auch. Bei der Booking-Agentur und kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie so einen Slot bekommen wie halt Interpol oder Editors beim Hurricane bekommen. Weil solche Bands haben sie immer eigentlich eine da. Ja. Und das wäre dann für mich dieses Jahr National. Ja, genau. Die gleichen Gründe bei mir. Deswegen habe ich auch getippt. Ich mache aber trotzdem direkt weiter, weil ich glaube, ich hänge immer noch hinten dran. Nämlich mit Olli Schulz. Ja, stimmt. Eigentlich wäre man wieder fällig, ne? Ja, der hat auch, glaube ich, gerade was Neues, oder? Echt? Ich meine schon, dass da gerade was kommt. Ziemlich sicher. Weiß ich gar nicht, genau. Ich beschwöre es jetzt nicht, aber ziemlich sicher. Und ich finde, es passt total, weil Hamburg, Norddeutschland und ist auf jeden Fall ein Hurricane-Künstler. Und das ist schon tausendfach da gewesen und ja, Olli Schulz halt irgendwie. Der Schulzen. Passt, finde ich. Ja, warum nicht? Habe ich einfach nicht dran gedacht. Ich habe nur noch eine Band, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Zwei. Dann hau noch mal eine raus. Gut, dann kommt ein nächster Elektro-Act. Ich hatte Struggle mit den Elektro-Acts. Ich habe sie einfach ignoriert. Ich wollte, also mein Anspruch ist irgendwie, aus allem was zu tippen, so ein bisschen. Ob es klug ist oder nicht, ist die nächste Frage. Mein Anspruch ist zu gewinnen. Ja, wer hat letztes Jahr gewonnen? Naja, auf jeden Fall wollte ich halt was Elektronisches noch tippen. Habe überlegt, die meisten DJs, die gerade aktuell sind, waren mir zu teuer. Und ich glaube, das ist halt sowas wie Exo and Ingrosso. Ich glaube, die haben gecheckt, dass es zu teuer war für das, was sie geliefert haben an Anziehungskraft sozusagen, weil nicht so viele Leute da jetzt wirklich da waren für die Uhrzeit. Überraschend leer auf jeden Fall. Ja, und ich war aber also trotzdem voll, aber nicht so voll wie gedacht. Waren hundertprozentig so teuer. Auch wenn ich fand sie super gut und so. Hat auf Bock jeden Fall gemacht, dachte ich dann, ich muss was nehmen, was noch aktuell ist, aber was vielleicht schon so ein bisschen out ist, in Anführungszeichen. Und dann habe ich diese Band oder diesen DJ gesehen auf einem Snap von einer Freundin, nämlich Martin Solveig. Ah ja. Der hat nämlich anscheinend gerade ein Festival bei Köln gespielt, was jetzt auch nicht so groß schien auf diesem Snap zu sehen. Springensfeld. Das Springensfeld. Also auch ein Festival, von dem ich gefühlt noch nie gehört habe eigentlich vorher. Ich sag auch nicht. Dementsprechend dachte ich mir, gut, so teuer kann der nicht sein, wenn so ein Festival dem sich leisten kann. Aber es ist trotzdem ein Name, den man kennt. Das war. Und da dachte ich mir, gut, wenn er dieses Jahr tut, tut er vielleicht auch nächstes Jahr. Und dann war das so ein random Tipp. Keine Ahnung, ist vielleicht irgendwie ein bisschen so farfetched, aber ja. Wir werden sehen. Ja, nicht, warum nicht? Ich habe es einfach weggelassen, die Elektro-X. Fällt mir tatsächlich auch gerade erst auf. Ja, dann mein letzter Tipp. Bones MC und Rev Camora. Ich wollte noch ein bisschen den deutschen Hip-Hop, der ja doch gerne gebucht wird beim Hurricane, reinnehmen. Die sind ja auch ein bisschen wie Trailer Park oder 187 oder KIZ, einfach diese Schiene, die einfach gerade super gut funktioniert. Und also sehr beliebt, nicht super teuer sein wird, die man auch mal am späten Nachmittag spielen lassen kann. Waren jetzt beim Rock am Ring und Rock am Park.
Und deswegen glaube ich, dass das Hurricane einfach jetzt mal in der Reihe sein wird und sich die auch wahrscheinlich holen wird. Das sind meine Tipps. Gut. Mein letzter Tipp, eine deutsche Band. Überraschung. Eine kleine deutsche Band. Haben wir noch gar nicht, oder? Nee. Milliarden. Habe ich auch überlegt. Wir sind auch fällig tatsächlich, glaube ich. Mit ja, also ich weiß auch nicht. Irgendwie dachte ich, die passen da, also passen da hin, tun wahrscheinlich viel, sind auf dem aufsteigenden Ast und kosten nichts und ja, Milliarden. Fand ich. Hat so ein bisschen so diese ganze Richtung, die ich da wahrscheinlich, habt ihr das gemerkt, getippt habe von kleinen deutschen Bands, irgendwie noch so komplettiert. Ja, kann ich mir auch beim Ring vorstellen, theoretisch. Ja, das schon, das stimmt. Aber wenn sie was bringen, dann kann ich es mir auch gut vorstellen, dass sie auf jeden Fall bei einem von den beiden auftauchen werden. Ja, dann sind wir durch. Wir sind durch. Dann haben wir jetzt, wer beides gehört hat, jeweils 30 Bands pro Festival, also 120 Bands rausgehauen, teilweise natürlich auch in Wiederholung. Mhm. Wen es interessiert, kann auch gerne nochmal den Ring-Podcast hören, beziehungsweise Ring und Park. Ja, wir haben. Wir blenden euch die Listen gerade ein und verlinken die auch nochmal, falls ihr euch das nochmal übersichtlich angucken wollt, weil das kann man ja alles nicht im Kopf behalten, was wir jetzt gerade gesagt haben. Was mich interessieren würde, also abgesehen davon, also ich möchte kurz zu meinen Tipps sagen, ich habe das Hurricane extrem konservativ und den Ring sehr optimistisch getippt. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, ob du da so eine Tendenz erkennen würdest, ob die ähnlich wäre. Ähnlich. Also ich glaube, ich habe den Ring auch auf jeden Fall zu optimistisch getippt. Ist mir auch bewusst, dass das nicht so kommen kann. Hurricane habe ich sehr klein und deutsch getippt. Ist mir auch jetzt erst so richtig bewusst geworden, wo man sagt, ne? Es war irgendwie, jede zweite Band war, ja, so eine kleine deutsche Band, die viel tut. Ja, aber können trotzdem hinhauen, weil sie auch viele kleine deutsche Bands immer haben. Also. Was würdest du denn eher besuchen? Angenommen, alle deine Tipps würden ungefähr stimmen. Welches Festival wäre dir denn lieber? Lass mich kurz überlegen. Ja. Es wird wahrscheinlich eine sehr lange Denkpause folgen, die wir wahrscheinlich klein schneiden werden, als wären wir uns sofort sicher gewesen. Ich weiß es schon. Okay, dann muss ich doch nichts. Hurricane. Weil ich erstmal die Heads besser finde. Also beim Rock am Ring hatte ich ja Foo Fighters, Volbeat und Kings of Leon getippt. Spoiler, jetzt müsst ihr euch das nicht mehr anhören. tatsächlich würde ich mich dann nur für die Foo Fighters begeistern und die habe ich schon gesehen und auch das hat sich teilweise ein bisschen gezogen beim Auftritt. Also war ich jetzt nicht hundertprozentig begeistert von. Weinst 90%. Besten Konzert, auf dem ich jemals war. Aber nicht 100%. Ja. Und Hurricane, Billy Talent habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Kraftklub ist für mich immer eine Bank und XX ist nicht hundertprozentig meins, aber würde ich mich von überraschen lassen wollen. Und da habe ich einfach so viele Sachen getippt, die klein und deutsch sind, die ich aber gerne mag oder die mich interessieren würden. Und solche Sachen wie Rise Against und Biffy, Clyro, Biffy, Clyro, die habe ich halt beide auch noch nicht gesehen und das sind beides so Rockbands, die mich halt super krass reizen würden und wo ich vielleicht auch nicht unbedingt auf ein Solo-Konzert gehen würde, weil es mir eventuell zu teuer wäre oder je nachdem, sie kommen nicht dahin, wo ich wohne oder so. Deswegen Hurricane. Und du? Ich überlege auch, ich finde es auch gerade super schwer. Also ich habe größere Namen beim Ring getippt, aber natürlich werden die niemals alle kommen. Und ich habe mein Herz einfach bei dem Hurricane. und ich glaube, ich würde auch einfach das Hurricane tatsächlich nehmen. Auch wenn ich meine Tipps jetzt, also an sich lesen sich meine Ringtipps viel besser. Das liegt aber einfach daran, dass es einfach unrealistisch ist, was ich getippt habe im Großen und Ganzen. Also ich glaube, ich würde jetzt spontan auch Hurricane sagen, auch wenn ich die besseren Headliner zum Ring getippt habe. Aber beim Hurricane habe ich eher das Gefühl, dass das Mittelfeld für mich immer gut ist. Also ich hatte es eigentlich nie, dass das Hurricane-Mittelfeld blöd fand. Beim Ring ist es zum Beispiel 2017 jetzt richtig krass der Fall gewesen. Also ich muss auch sagen, rein objektiv gesehen, sind natürlich meine Rock im Ring-Headliner-Tipps besser. Ne? Aber es geht ja darum, was ich jetzt besser fand. Und deswegen hätte ich mich jetzt für Hurricane entschieden. Aber würde man sich das jetzt so angucken, würde man wahrscheinlich als Mensch, der jetzt objektiv bewertet, sagen, auf jeden Fall Ring. Also ihr seht natürlich jetzt beide Tippspiellisten unten. Genau. Damit ihr wisst, wovon wir reden. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Aber wir werden auf jeden Fall am Ende, also im Frühjahr nächsten Jahres, eine Auswertung machen, wenn abzusehen ist, dass da nichts mehr großartig kommt. Auf jeden Fall. Das wird mega witzig. Ja, also für uns zumindest. Und naja, mal gucken. Also ich finde zumindest, dass, also nachdem ich meine Tipps natürlich kenne und insgesamt relativ gut finde, auch wenn ich nicht komplett überzeugt bin, finde ich auch Janas gut.
Und wir haben auch nicht sehr viel gleich getippt, also ein bisschen, aber das ist ja auch schwierig nicht zu machen, weil wir uns ja auch auf ähnliche Art und Weise informieren. Ja, ich bin mal gespannt, wer gewinnt. Spannend. Ja, ihr werdet es erfahren. Ich denke mal, ausrechnen wird es keiner, aber wir werden es euch auf jeden Fall verraten, wer gewonnen hat. Ja, und ich weiß nicht, was ich jetzt sagen wollte. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, ihr habt euch das jetzt ja alles angehört. Ja. War vielleicht auch ein bisschen anstrengend zuzuhören, glaube ich. Aber ihr habt jetzt hier die Übersicht und mich würde voll interessieren, falls es jemand hört, der Bock hat, seinen Senf dazu zu geben. Gerne. Immer wirklich raus. Gerne. Also ihr müsst euch jetzt keine irgendwie 30 Sachen überlegen, aber wenn ihr irgendwie zu irgendwas was sagen wollt oder denkt, das ist komplett unrealistisch oder diese Band muss auf jeden Fall kommen oder irgendwas, schreibt uns gerne. Das interessiert mich nämlich immer voll, was andere Leute da so denken. Und vielleicht gewinnt ihr ja auch ein Festival mit kostenlosem Bier. Falls ihr 30 richtige Bands tippt. Wer weiß. Also wenn es jemand schafft, unter diesem Podcast oder den letzten Podcast 30 Bands zu tippen und alle kommen zu diesem Festival, Alter. Da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, dann werde ich diese Person auf diesem Festival treffen und ihr zumindest mal 15, 20 Euro in die Hand drücken, für das sie sich Bier kaufen kann. Das ist meine Challenge. Ja, das wird keiner schaffen. Nein. Sag ein Sprich. Ja, gut. Ich wollte mich volksnah geben. auf jeden Fall. Das wär's dann, glaube ich, ne? Ja, das war's. Tatsächlich. Dann vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Wer Bock hat, kann gerne mal sich noch die anderen Sachen anhören. Mhm. Wir haben über das Hurricane Festival gesprochen, was dieses Jahr stattgefunden hat, auch über das Kosmonaut Festival, was wir da so erlebt haben. Und auch ein bisschen drumherum erzählen, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Genau. Wir werden auch auf jeden Fall jetzt in dieser ganzen Saison, wo keine Festivals akut sind, weitermachen und euch mit Festival-Infos versorgen, mit Meinungen, auch mit ein paar privaten Sachen irgendwie zu unseren Konzerten und Festivalerlebnissen, worüber wir noch quatschen wollen. Also da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ja, und die Gerüchteküche werden wir auf jeden Fall weiter am Kochen halten und aufpassen, was sich da so ergibt und da auch ab und zu zwischendurch so ein kleines Zwischending raushauen. Mhm. Ja, und bis dahin freuen wir uns, dass ihr zugehört habt und hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Genau. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.